Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Far Cry 5 und unserem Kollegen hier. Wir schauen jetzt mal auf die Karte, was wir als nächstes machen können. Ich würde sagen, wir sind ja ziemlich weit weg davon. Verdammt! Hallo? Hier ist Snake Rai! Ich hätte darauf Bock. Das heißt, Schnellreise dahin, nach Falls End und dann geht's auch schon weiter. Ach ja, diese Ladezeiten. Da könnte man noch so ein kleines Minispiel einbauen, während es lädt. So, jetzt brauchen wir wieder ein Gefährt. Da. Ja, wir holen uns jetzt mal ein Auto hin. Ich glaube, ich weiß auch schon, welches ich nehmen werde. Lalalalalala. Wo haben wir es denn? Das Ding war doch ganz okay. So. Hey Kollege! Was ist los hier? Komm! Gleich fahre ich ohne dich los. Okay, machen wir noch schnell eine Markierung. Was ist denn jetzt hier? Kommt da oder kommt er nicht? Also, dann fahren wir ohne ihn. So lang kann ich nicht warten. Bin ja gut bewaffnet. Vielleicht spawnt er ja wieder in meiner Nähe. Jetzt? Ah. Teleportation ist schon was Geiles, wa? So, jetzt geht's rund hier. Hi! Wir wollen dir nur helfen, alles gut, Mann. Was haben wir hier? Einen Brief. Reklamekopie. Rye & Sons Aviation ist seit beinahe 7 Jahrzehnten in Familienbesitz. Unsere Dienstleistungen decken die ganze Bandbreite der Fliegerei ab. Agrarfliegerei, Aussaat, Düngen, Bestäubung, Versprühen von Pestiziden, Herbiziden, Ausbildung, hochwertige Pilotenausbildung für Privatflieger, Kurse zu allen theoretischen und praktischen Aspekten der Fliegerei, individueller Service, Reisen, Charterflüge, Lieferdienste, 100% garantierte Auslieferung von Paketen, Freizeit, Rundflüge. Sehr gut. So. Können wir es mit ihm reden? Ich habe hier ein echtes Problem. Wir stecken hier fest. Wir stecken hier fest. Ich schwöre bei Gott, dass ich diesen Hurensohn John Seed umbringen werde. Okay. Hast du die Peggys mit meinem Flugzeug abhauen sehen? Ich muss es wieder haben. Das war unsere einzige Chance, hier rauszukommen. Ich würde ja selbst gehen, aber meine Frau ist schwanger und überfällig und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich meine, ohne das Flugzeug sind wir am Arsch. Ich meine, du bist ein Schisser. Meine Familie braucht deine Hilfe. Hier, Tattoo und einen auf dicke Hose machen. Diese Gefühlsduselei ist nicht mein Ding. Ich bin übrigens Nick.
Yonik. So wie ich die Sekte kenne, haben sie meinen Flieger auf John Seeds Ranch gebracht. Das ist die einzige Piste, wo man das Ding landen kann. Ich weiß, das ist ganz schön viel verlangt. Aber ich bin echt verzweifelt. Okay. Die ist wie weit weg? Oh. Oder wärmer. Keine Ahnung, was unser Kollege hier gerade macht. Ah, er braucht Hilfe. Fall doch um, Mann! Jetzt. Warte. Okay, hochklettern ist nicht. Renn einfach weiter, anstatt zu schießen. Thank you.
So. Da wären wir doch auch schon. So, kommt der Kollege mit? Komm rein hier. So, jetzt fliegen wir mal eine Runde. Genau. Du musst mir den Vogel zurückbringen. Er ist unser einziger Weg aus diesem Shitstorm. Aber erst muss ich sicher gehen, dass sie ihn nicht manipuliert haben. Machen wir ein paar Tests. Halt dich beim Kornkreis scharf links und flieg so tief es geht den Fluss entlang. Mach ich. Lalalala. Na dann. Erst in den Tiefflug. So, wie lange müssen wir jetzt hier fliegen? Mann, ausgerechnet. Mir fehlt die Action. Weißer Schaufelstör. Schwer. Ja, vielleicht sollten wir mal in der Folge angeln gehen. Ja, vielleicht mal eine Idee. Was anderes machen die hier gar nicht. Die schlagen vor deiner Tür auf, so wie bei mir, und nehmen sich einfach, was sie wollen. Ach ja. Für mich sah das aus wie ein Feind. Eigentlich war ja klar, dass alles gut gehen würde. Dieses Flugzeug hat noch keinen Rye im Stich gelassen. Na prima. Ich weiß nicht, was wir ohne diesen Flieger hätten machen sollen. Passt. Entdeckt Ente. Prima, ich esse gerne Ente. Schmeckt gut. Das ist wirklich noch was, das hätten sie vielleicht noch mit einbauen können, dass er dann irgendwann an Gesundheit verliert, wenn er nicht täglich Nahrung zu sich nimmt. Um dem Ganzen noch ein bisschen mehr Realität zu verschaffen. Wäre das echt super gewesen. Aber gut. Jawohl, machen wir auch noch. Ist überhaupt kein Problem. Ich hoffe, ich werde dafür echt gut entlohnt.
Sanfte Kurve. Ja, ist gut, ey. Schaut schon gut aus. Sehr schön, hätten wir das auch. Oh mein Gott, da ist sie ja! Du Satansbraten, hast sie! Du hast sie, danke! Kim, das Flugzeug ist zurück! Ja, hab gehört! Hey, komm schon, wir drehen sie um! Komm schon, pack an! Weißt du, das ist das erste Mal seit langer Zeit, dass ich sowas für ein gutes Gefühl habe. Diese verdammten Peggys. Kim, komm schon! Wehe, die haben an ihr rumgefummelt. Dieses Flugzeug ist seit 3 Generationen in meiner Familie. Ist das zu glauben? Kim, kommst du dann? Ehrlich, die Frau macht mich fertig. Jedenfalls, mein Opa hat sie direkt nach dem Zweiten Weltkrieg gekauft. Sie war sein ganzer Stolz. Ich habe ein paar Veränderungen vorgenommen. Kim, würdest du dich bitte beeilen? Was? Och, nö. Diese Schweinepriester geben einfach nicht auf. Im Himmel. Zum Flugzeug. In der Luft bin ich besser, aber am Boden bist du wie ein wildes Tier. Ich greife von oben an und du von unten. Was sagst du? Chaka. Buja. Kim, du bist drin, bis ich zurückkomme. Na, dann wollen wir mal. Falsche Waffe. Ey, komm, Manjo, helf mir mal. Ich lieg hier verwundet. Schaut's denn aus? Merci, Cherie. Hier los. Shit! Der Typ ist gut! Na komm, du Bastard! Thank you.
Was ist hier los, Mann? So, ach, da kommen wir wieder. Da kommen noch mehr über die Landebahn. Bleib auf Distanz, ich bombardiere die Typen. Okay, jetzt sollten wir freie Bahn haben. Ich komm runter. Könntest du uns mit den Taschen helfen? Na klar. Sehr schön. Wir müssen los. Nein. Ich? Nein. Komm schon. Das ist unser Haus. Du verstehst das nicht. Ich verstehe was nicht? Dass die unser Land stehlen, unsere Freunde entführen und Gott weiß was sonst? Kim. Nick, dein Großvater hat dieses Haus gebaut. Willst du es wirklich aufgeben? Und was ist mit deinen ganzen Plänen, das Geschäft an unsere Tochter zu vererben? Ich sprach davon, es an unseren Sohn zu vererben. Du hast den Ultraschall gesehen. Es ist ein Mädchen. Das war ein grisseliger Schwarz-Weiß-Bildschirm. Darauf kann man gar nichts erkennen. Nick. Ich liebe dich. Ich dich auch. Ja, Deputy. Sieht aus, als würde sich die Rye-Familie verschanzen. Hey, hör mal. Wenn du Luftunterstützung brauchst, sag einfach Bescheid. Na? Du und ich, wir sind wie Butch und Sundance. Wir sind am Ende beide gestorben. Ach was. Bitte pass auf ihn auf. Warum trägt die ihr Kreuz falsch rum? Ist die Satanistin oder was ist da los? Wingman, abgeschlossen. Na, bin jetzt wieder voll gequatscht von dem Kerl? Nein. Gut, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir noch ein Like da. Und ansonsten würde ich mich natürlich über jedes Abo freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bis dann.